Ein Ausflug auf den Gnadenhof Oetterlin war für die Tagesgäste des DRK ein Grund zur Freude. An einem sonnigen Donnerstagmorgen kamen sie mit dem DRK-Fahrdienst vor den Toren des Hofes an. Einige Mitglieder des Vereins und Initiatorin Maria Barbara Tempelmann nahmen die Gäste in Empfang. Vor circa 30 Jahren hat sie hier nicht nur ihr neues Zuhause gefunden, denn auch die Tiere zogen nach und nach ein. Anja Walter, der DRK-Tagespflege, begleitete ihre Tagesgäste am Ausflugstag. Wie kam es zu dieser Idee? Wir haben was gesucht, wo wir was Gutes tun können, wo wir die Tagesgäste mit abgeholt bekommen und haben dann ein bisschen gegoogelt, haben uns so gedacht mit Tiere und sind dann auf den Gnadenhof hier in Oetterlin gekommen. Und dann habe ich mit Frau Tempelmann gesprochen und sie war von der Idee sofort begeistert. Und seit letzten Monat kommen wir dann jetzt einmal im Monat zu Frau Tempelmann, striegeln, füttern die Pferde, gucken, wo wir helfen können. Und anschließend findet dann eine kleine Runde noch statt mit Kaffee und Kuchen und dann wird ein bisschen geplaudert. Die Damen und Herren der Tagesgruppen fütterten eifrig die Esel und Pferde, denn diese freuten sich über die Möhrenäpfel und das getrocknete Brot. Auch die Ziegen waren an der Reihe. Für die Alpakas hieß es erstmal beobachten, doch auch sie kam später noch näher ans Geschehen. Dann konnten die Pferde und Esel gestriegelt werden und ließen es sich gut gefallen. Für die Senioren sind solche Ausflüge immer ein Highlight und der nächste Besuch mit anschließendem Kaffee und Kuchen ist bereits geplant. Welche Aktionen finden demnächst in der Tagespflege statt? Wir haben die Einweihung des Fußpfades am 27.09. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Und dann kriegen wir im Oktober unseren Plaudertisch, wo lange wir jetzt 1,5 Jahre drauf gewartet haben und der jetzt quasi im Oktober bei uns einzieht in die Tagespflege. Gemeinsam mit Freunden entstand vor 15 Jahren der Verein Villa der kunterbunten Tiere Gnadenbrothof e.V. Da sich die grenzenlose Tierliebe von Maria Barbara Tempelmann herumsprach, kamen immer mehr Anfragen, Tiere aufzunehmen. So fanden unter anderem ein Eselchen und ein Lama, Fanny und Schnucki, zwei vergessene Zirkustiere, ein neues Heim in Oetterlin. Aktuell beherbergt der Verein 28 Tiere auf dem 2 Hektar großen Gelände, das in 3 Bereiche aufgeteilt ist. Große Wiesen mit Steinberg und Stallanlagen gehören dazu. Finanzielle Unterstützung oder Spenden in Form von Materialien und Lebensmitteln sind gerne gesehen, damit die Tiere weiterhin versorgt werden können. Auch die Tierarztkosten sind nicht zu vergessen, denn notwendige Behandlungen sind unerlässlich. Über helfende Unterstützung ist der Verein sehr dankbar. Auch Tierpaten und Tierpfleger sind auf dem Gnadenbrothof gerne gesehen.